Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Best Cast. Mein Name ist Kamal und das ist mein Kollege Samir. Hi! Wir haben heute die 38. Folge und wie ihr seht, sind wir häufiger zurück als in der Vergangenheit. Liegt einfach daran, dass wir den Best Cast etwas kompakter gemacht haben und dafür etwas kürzer, sodass man etwas länger einschalten kann und schnell alles mitbekommt. Bevor wir mit den Themen gleich starten, ihr seht eine Sache, die sich ereignet hat, und zwar heißen wir jetzt nicht mehr Best Boys hier auf YouTube, sondern TechStage. Wie einige von euch wissen, wir gehören zum 1. März schon zum Heise Zeitschriftenverlag und unterstützen die Leute von TechStage, die auch ihr eigenes eigenen YouTube-Kanal haben, aber wir haben schon von Anfang an gesagt, wir werden die ganzen Sachen etwas fusionieren und die Seite ist bereits schon auf TechStage umgeleitet worden, jetzt sind ja noch einige soziale Netzwerke dran. Facebook ist auch mittlerweile schon durch. Und YouTube war eines der letzten Kanäle und das wurde auch jetzt gemacht. Einige von euch sind extrem angepisst. Kann ich absolut nachvollziehen, dass wir jetzt TechStage heißen und nicht mehr Best Boys. Lasst mich euch aber sagen, inhaltlich bleibt alles gleich. Also wenn ihr Tests von uns mochtet oder mögt oder aber zum Beispiel Best Cast, was ihr gerade schaut, Best Fights haben ja einige. Wir haben bald einen sehr coolen Best Car Special und wir haben noch viele, viele andere Sachen, sowas wie Best Apps und Best Tipps, kommt auch noch bald. Das alles ist nur möglich, weil wir wirklich jetzt mit TechStage fusioniert sind. Lasst mich euch sagen, dass diese Sachen erhalten bleiben. Also nur weil wir jetzt TechStage heißen, killen wir diese Sachen nicht. Wenn ihr diese Qualität von uns erwartet, dann liefern wir die auch. Natürlich gibt es neue Inhalte, die von den neuen Kollegen auch hochgeladen werden, aber es ist euch überlassen, was ihr einschalten möchtet oder nicht. Ihr seht es anhand der Überschrift schon. Bleibt noch die Sache mit dem Namen übrig. Das ist natürlich so eine Geschmackssache. Ich persönlich denke, Inhalt macht den Namen aus und nicht der Name macht den Inhalt aus. Aber ich denke, okay, wenn wir jetzt Best Boys früher waren, dann können wir auch unter TechStage das Ganze ausliefern, was uns so besonders macht, wie genau. Die meisten von euch das so sagen. Ja, genau. Ja. Hast alles gesagt eigentlich. Ne? Also, ich will euch und ich kann euch, und das ist auch gut so, nicht zu etwas zwingen. Und wir können euch nicht zu etwas zwingen. Aber wir können euch diesen Rat geben oder euch bitten, gebt dem allen eine Chance. Wenn ihr es nicht mögt, verstehen wir komplett. Wenn ihr es mögt, dann freuen wir uns. Genau. Ja, das ist eigentlich alles. Gebt eine Chance. Wenn es nicht gefällt, können wir es nicht zwingen, dass du es schaust. Ne? Dann können sie aber ignorieren. Ja. Das war eine ganz kurze Rede, verzeiht bitte diesen Monolog. Also kurz war sie nicht, aber kommen wir jetzt weiter. Nicht. Okay, wir haben einige Themen mitgebracht. Und die Themen sind dieses Mal nicht so spektakulär, oder sind sie? Nicht wirklich so. Nicht wirklich, ihr schaltet einfach ab. Nein, bleibt natürlich da. Ich sage euch ganz kurz, worum es geht. Wir haben heute Android Wear. Google hat einige Richtlinien dazu, was zu Android überhaupt nicht passt. Dann ja. Haben wir zwei neue Telefone. Einmal von Samsung, einmal von HTC. Und wobei Samsung hat mehr Telefone. Ja, also wir haben mehrere Telefone von Samsung und ein Telefon von HTC. Richtig. Und wir haben eine Fusion. Und die Fusion ist von E-Plus und Telefonica. Wir fangen einfach an mit dem allerersten Thema. Und das allererste Thema ist Android Wear. Wir wissen, was Android Wear ist. Ja, es ist die Smartphone abgeänderte Variante für Smartwatches. Okay. Wir wissen, Android ist ein Betriebssystem, jeder kann sich das herunterladen und man kann Google-zertifiziert sein, das heißt, Googles Richtlinien nach entsprechend arbeiten und dann bekommt man die ganzen App-Zugänge, Gmail und so, die ganzen Apps. Man kann aber auch einfach Android herunterladen und dann so komplett modifizieren, dass man daraus was Eigenes macht, wie Amazon das macht. Genau. Und dann ist man nicht Google-zertifiziert, dann hat man aber auch keinen ab Werk installierten Zugang zu Play Store und sowas. Lässt sich alles erweitern, ja, aber es ist nicht zertifiziert. Das ist halt der Unterschied. Und wer Googles Android-Betriebssystem nutzen möchte, der kann das natürlich auch komplett entscheiden, wie er es nutzen möchte. Ob die Optic Sense sein soll, ob die TouchWiz sein soll, ob die Optimus UI oder Xperia Z UI sein soll. Xperia UI. Und das gilt aber nicht für das Smartwatch-Betriebssystem Android Wear. Da hat Google gesagt, wir haben klare Richtlinien. Und so dürft ihr das nur verwenden und keine eigene Optik. Genau, also es gilt für Android Wear, für Android TV und Android Auto, also für alle drei Betriebssysteme. Und das heißt am Ende eigentlich, dass wir eine Smartwatch von Samsung
kein Touchpad sehen werden, bei einem HTC kein Sense sehen werden. Es muss alles immer einheitlich aussehen. Genau, das ist auch gut so, denn wenn jemand von der einer Uhr zu der anderen wechselt, dann muss er sich A nicht umstellen. Aber schlecht ist es für den Hersteller, denn sein Produkt ist leicht ersetzbar mit einem anderen. Es ist nicht so einzigartig. Einzigartig wären diese Sachen nur noch dann über Faktoren wie Qualität, Beschaffenheit, Verarbeitung und Hardware, ne? Design, also, ne? Genau. Hardware-Design. Genau. Nehmen wir da einfach mal eine G-Watch und eine Samsung Gear Live. Und was, ich werde noch die Moto 360 mitnehmen. Genau, aber das wollte ich gerade sagen. Also die Gear Live unterscheidet sich von der G-Watch insofern, dass sie einen Herzfrequenzmessgerät hat. Ansonsten ist es ziemlich vergleichbar. IP67 zertifiziert, alles drum und dran ist da. Also man kann sie wirklich eins zu eins austauschen. Es gibt keinen großen Mehrwert für diese oder jene Uhr. 4 GB Speicher, 512 MB RAM, 1,2 GHz Prozessor. Na gut, okay, die G-Watch hat 400 mAh Akku und die Gear Live hat 300 mAh Akku. Aber dafür hat die Gear Live ein AMOLED-Display und ist etwas energiesparsamer. Das regelt sich vielleicht dann schon wieder aus und gleicht sich alles wieder aus. Ja. Aber ja, da bei Samsung haben wir eine Hardware-Feature und bei der G-Watch nicht. Nämlich Herzfrequenzmessgerät. Und bei Moto 360 von Motorola Mobility, da ist natürlich das Design, das sehr zusagt. Es ist ein rundes Design, es sagt mehr zu. Und ja, die genauen Features wissen wir noch nicht. Das ist halt aus Edelstahl, ne? Und alles. Ist die G-Watch auch. Genau. Aber es ist halt, leider ist halt jetzt so, dass die Hersteller müssen mit Designpunkten, mit Preispunkten, mit der Software können die halt nicht mehr punkten. Andererseits finde ich es aber auch gut, dass es so ist. Also ich meine, es soll ja so bleiben, weil ich kann, wenn ich ein HTC-Handy habe, aber mir die Samsung oder die LG-Uhr gefällt, dass ich die benutzen kann und nicht auf einmal Sense-UI habe und dort die Optimus GUI zum Beispiel auf meiner Uhr habe. Ich finde es gut, dass... Ich frage mich auch, wie man sowas... Also ist auch irgendwo auch gut für den Hersteller, obwohl sie vielleicht dagegen sind, denn man muss so eine Software auch erstmal entwickeln. Genau. Und das ist ja nicht jetzt so ein 5-Zoll-Display oder sowas, sondern 1,65 Zoll. Und das ist nicht einfach, glaube ich, für so eine kleine Oberfläche, für so einen kleinen Touchscreen was zu entwickeln. Also sollen sie schon die Meisterleistung, die Google bereits gemacht hat, auch Google überlassen. Genau, ja. Und das, ich glaube, das sollte auch dann Updates helfen, wenn die Software überall gleich ist, dass die Updates auch dann überall gleichzeitig angepusht werden und nicht mehr halt über Hersteller und alles gehen muss. Provider diesmal wahrscheinlich nicht, aber Hersteller und UIs müssen hier dann auch meistens abgedatet. Ja. So. Und dasselbe gilt natürlich auch für Android Auto. Ich habe jetzt ein Audi, aber und ich nutze jetzt einen Nexus. Ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber wenn ich mir morgen jetzt ein HTC kaufe, will ich nicht auf einmal mein ganzes User Interface im Auto abgeändert haben. Okay. Gleich ist es natürlich auch umgekehrt. Wie häufig kauft man sich ein Auto? Alle 4-5 Jahre vielleicht. Das nächste Mal kaufe ich mir einen Volkswagen und 4 Jahre Gewohnheit auf einmal umzuändern, das glaube ich ist auch nicht richtig. Yep. Ne? Und das kann man auch auf Fernseher übertragen. Yep. Also ist schon eigentlich richtig, was Google da macht. Nö, ich finde es gut. Ich meine, okay, bei Handys wäre es vielleicht auch zu übertrieben, wenn die so weit bei Handys gehen würden. Aber bei Android wäre, bei neuen Produkten finde ich es ganz gut. Ja. Das ist aber witzig, dass Google das erstmal was vorschreibt. So. Android ist einmal also richtig offen und dies und jenes. In der letzten Zeit ist das verstärkt geworden, da hat Google schon ein bisschen mehr Mitsprachrecht, aber jetzt gibt es richtige, das darfst du nicht. Ja, genau. Vorher war es nur, das solltet ihr nicht machen. Aber jetzt, macht, was ihr wollt, das solltet ihr nicht mehr. Ja. Entweder war man mit Google beste Freunde oder nicht, hat man sich mit Google gehalten, war man beste Freunde, hat man nicht gemacht, war man keine gute Freunde mehr. Ja. Okay, also das war wie gesagt Android Wear und diese Customizing-Geschichte. Viele von euch wissen, Telefonica O2 und E-Plus, ein Netzanbieter aus München und ein Netzanbieter aus Düsseldorf, fusionieren. Was heißt das? Bisher wusste man nicht ganz genau, was dieser 8,6 Milliarden Euro teure Deal einem auf ja, mit sich bringt oder was, worauf man sich einstellen muss. Laut Telefonica muss man eigentlich als Kunde nichts machen. Ne? Mhm. Nach wie vor bleibt alles so, wie es ist, auch tarifemäßig bleibt alles. Es gibt aber einige Regularien. Genau, es gibt Regularien, zum Beispiel muss jetzt Telefonica LTE-Frequenz an die Discount-Anbieter wie Aldi Talk, Aldi Lidl Mobile abgeben. Das heißt, diese Discount-Anbieter
können bald LTE anbieten. Und kostenfrei. Kostenfrei. Und die müssten 30% ihrer neuen Netzkapazitäten an neuen offenen virtuellen Kunden freigeben. Also als sollte noch ein neuer Mitstreiter einsteigen und im Mobilfunkmarkt, muss also Telefonica die Sachen abgeben und die den verkaufen. Oder? Also ihr wisst zum Beispiel, Phonik ist eine Hausmarke von Telefonica, ja. Die arbeitet aber als sogenannter virtueller Anbieter. Das heißt, Phonik hat keine eigenen Frequenzen, hat keine eigene Infrastruktur. Sie nutzt quasi das, was Telefonica anbietet, und das Ganze wird dann intern gegengerechnet. Trotzdem ist Phonik aber eine Hausmarke. Ja. Gleiches gilt auch für Simio, Base. Das sind auch alles Hausmarken von E-Plus. Aber sowas wie Alditalk oder Medien Mobile, wie sich das, glaube ich, nennt, das ist keine Hausmarke. Die nehmen auch diese Leistung von E-Plus entgegen, aber zahlen denen was. Bestes Beispiel MD, Mobilcom Debitel. Zum Beispiel. Die sitzen hier in Hamburg oben oder in Escherborn, glaube ich, mittlerweile. Keine Ahnung, wo auch immer. Aber die nutzen auch das Netz von verschiedenen Anbietern, von Vodafone, von Telekom, von O2 und E-Plus, gibt ja nur vier. Also zu mir meint jetzt, okay, mit der Zusammenschluss, mit dem Zusammenschluss müssen sie 30% ihr insgesamt, müssen sie 30% der kompletten Infrastruktur an Fremdmarken weitergeben. Sowas wie eben Mobilcom, Debitel, genau. Oder sowas. Also die können zum Beispiel auch sowas halt jetzt nicht mehr kündigen und sagen, O2 einer sagt so, okay, Alditalk, wir kündigen mit euch alle Verträge ab und gibt's nicht mehr, habt ihr halt Pech gehabt, ne? Ja. Das darf man generell zum Beispiel nicht. Sowas dürfen die natürlich auch nicht halt machen. Die müssen sich daran halten und am Preis damit, und die wollen, dass die Preise damit halt ein bisschen stabil bleiben. Ja. Ob das passiert, werden wir sehen. Ja, also theoretisch bekommt jeder 1&1-Kunde jetzt kostenfrei LTE hinzu, ist das ein Beispiel. Weil 1&1 von Telefonica auch diese LTE kostenfrei bekommt. Hängt natürlich von 1&1 ab. Ist es, wie gesagt, nur ein Beispiel, ne, um einen Namen zu nennen, dass die das auch kostenfrei anbieten oder daraus eine Serviceleistung machen oder ein Produkt machen. Aber prinzipiell, ja, das ist quasi so der Deal bis jetzt. Genau. Ich weiß noch nicht, und das weiß eigentlich auch niemand bis jetzt, ob die globale Marke Telefonica sein wird, E-Plus, oder ob das zwei unterschiedliche Konzerne sein werden, die agieren werden, weiß man nicht. Oder? Nee, das ist noch nicht bekannt, das haben die auch nicht gesagt. Ich hatte mal vor langer Zeit mal über Gerüchte gelesen gehabt, dass sie die Marke Base behalten wollen. Mhm. Erstmal, langfristig weiß man nicht. Also kann auch sein, dass ich nicht informiert bin. Aber ich habe ehrlich gesagt nichts damit bekommen, dass es so und so sein soll. Genau. Sonst hätte man das irgendwie mitbekommen. Ja. Sollen. Aber ich glaube, erst einmal, wenn die nicht sagen, dann bleibt es bei Telefonica und das bleibt bei E-Plus. Ja. Damit ist auch Telefonica jetzt der größte deutsche Mobilfunkanbieter. Ne? Genau. Die haben erstmal unseren Hansenet geschluckt. Hier in Hamburg gab es einen tollen Anbieter. Hansenet. Daraus wurde dann Alice. Alice stimmt, ist dann zu O2 DSL geworden. Und jetzt haben sie ihr Plus. Ja. O2 wird mit kaufen, sind die halt groß geworden, ne? Naja. Gut, es gibt ein neues Telefon von HTC und es ist das One M8 Dual SIM. Das ist quasi ein normales One M8, aber halt, wie der Name schon sagt, Dual SIM. Was kann man mit dem Telefon machen? Natürlich, man kann zwei SIM-Karten einlegen und dann mit zwei unterschiedlichen SIM-Karten telefonieren. Passt eventuell, wenn man sagt, okay, ich habe E-Plus und Telefonica. Aber ja, es ist ein normales One M8, was es in China schon gab und jetzt nach Deutschland kommt. Offensichtlich ist der Bedarf da. Ich weiß aber nicht, wie gut sich das Telefon verkaufen lässt. Sowas wie ein High-End-Smartphone mit Dual SIM hatten wir, glaube ich, noch nie hier in Deutschland. Ja, es gab immer nur Mittelklasse-Telefone, wenn dann, aber meistens war es auch Einstiegsklasse, aber so ein super Handtelefon gab es nicht. Die meiste Zeit waren das irgendwelche Hersteller, die man nicht kannte. Sowas wie Pearl, Sim Valley, Alcatel, ZTE, ich kann euch andere tausend Namen nennen und wahrscheinlich habe ich auch einige, die wichtigen, nicht genannt. Aber meistens waren das Hersteller, die nicht so im großen Team mitgespielt haben, wozu halt ja, LG, Samsung, Sony oder HTC gehören, also die Android-Hersteller jetzt. Aber ich glaube, so Mobilfunkanbieter sind bestimmt nicht gefreut, ne? Ich glaube, bietet auch bestimmt keiner an, oder? Die sind generell, glaube ich, oder die sind generell nicht davon erfreut, dass ein Hersteller so ein tolles Produkt, so ein Vorzeigegerät mit Dual-SIM-Optionen anbietet.
HTC wollte das machen, soweit ich weiß, schon immer, aber ich glaube, Vodafone wollte das nicht. Oder irgendein anderer Anbieter wollte das nicht. Deswegen schieben sie jetzt die Dual-SIM-Variante hinterher. Ja, und mehr muss man eigentlich dazu nicht wissen. Ja. Ich finde es halt eine gute Sache. Wieso nicht, wenn einer sagt, ich brauche Dual-SIM, jetzt hat er halt mal ein High-End-Smartphone und muss nicht mal, weiß nicht, was Günstiges nehmen. Ne? Kann sich was Gutes, Schönes leisten. Ja, ja. Okay, jetzt kommen die Samsung-Telefone. Es sind eigentlich insgesamt 5 Geräte. 4 davon sind für uns die meisten, sind für uns nicht wichtig, weil es irgendwelche Einsteiger- und mittelklasse Smartphones sind. Aber das 5. ist sehr wichtig. Und das 5. ist das Samsung Galaxy S5 Mini. Ja. Das ist die Mini-Variante des Samsung Galaxy S5. Damit sei eigentlich alles gesagt. Es sieht dem Galaxy S5 optisch sehr ähnlich. Es ist von der Feature-Seite genauso ausgestattet. Herzfrequenzmessgerät, Fingerprint, Scanner und IP67-Zertifizierung. Und technisch ist es etwas schwächer. Natürlich ist es ein Mini-Telefon, das heißt, wir haben kein 5,1-Zoll-Display, sondern ein 4,5-Zoll-Display. Und die Auflösung ist gesunken. 720p leider. Bei 4,5-Zoll war es noch, naja, ganz okay. Hat HTC ja beim One Mini 2 auch. Zum Beispiel. Ne? Genau. 4,5-Zoll High-Definition-Display. Es ist schon eine Steigerung gegenüber dem Galaxy S4 Mini, weil das hatte noch ein QHD-Display gehabt, bei 4,3 Zoll. Und ansonsten ist es ein Exynos-Prozessor mit LTE, Cat 4, 150 Mbit im Download, 1,5 GB Arbeitsspeicher, 16 GB Speicher insgesamt. Speicher lässt sich natürlich erweitern auf 128 GB. Ist ein 120 Gramm leichtes Smartphone, das ich glaube sehr handlich sein wird. Also zumindest sagen es die Maße. Ja, 4,5 Zoll ist es ja, muss es ja sein, dass es handlich ist und soll kosten 449 Euro. Das ist übrigens die UVP. Sagen natürlich viele, ja, okay, 450 Euro für einen Samsung Galaxy S4 Mini, da kriege ich bei S5 Mini, da kriege ich bei diesem Online-Shop schon ein S4 für 299 Euro, was wirklich der Fall ist. Ja. Ist natürlich schwierig, ne? Weil ein S4 immer noch leistungsstärker ist als ein S5 Mini. Ja, es ist aktuell ja generell das Problem, ne? Von allen Herstellern, die Mini-Versionen sind teuer, dass man dafür das Flagship von letzten Jahr fast für genau denselben Preis oder günstiger bekommt. Da muss man dann natürlich gucken, will man doch was Kleines haben und kann man verzichten auf die schwache Hardware, also dass man eine schwache Hardware dafür bekommt. Dass man einen Kompromiss geht und sagt, okay, dann nehme ich halt ein etwas größeres Telefon. Aber genau. Dann dafür ist es ein Telefon und da müsst ihr uns einfach glauben, dass wirklich länger unterstützt wird. Bei Samsung gibt es nämlich das Problem, dass einfache Smartphones, wir reden von Einsteiger-, Mittel- und sogar Oberklassen-Smartphones, schon sehr, sehr schnell einfach fallen gelassen werden. Und High-End-Geräte, wie zum Beispiel so ein Samsung Galaxy S4 aus dem vergangenen Jahr, die werden noch unterstützt. Genau, aber beim Mini wäre ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ne? Da wäre ich mir nicht so sicher. Und bei dem Mini zum Beispiel läuft auch mit einem Exynos-Chip und nicht mehr mit einem Snapdragon 200 oder 400er Prozessor, was meistens der Fall ist. Ja. Ja. Ich weiß noch, das S4 Mini, also Samsung Galaxy S4 Mini, das lief noch mit einem QSD 400 und zwar mit einem Prozessor, der ziemlich leistungsstark war, die AB-Variante sogar. Und das so stark war noch nicht mal das One Mini aus dem vergangenen Jahr. Ne? Also muss man sich Gedanken machen, möchte man einen Galaxy S5 Mini haben, was so aussieht wie ein Samsung Galaxy S5 und ist technisch schwächer mit den gleichen Features, braucht man wirklich einen Fingerprint-Scanner und eine IP67-Zertifizierung? Also so wie ein Herzfrequenzmessgerät, was in unseren Augen komplett sinnlos ist. Oder kann man auch sagen, okay, ich spare mir einfach 250 Euro und kaufe mir irgendwo einen Samsung Galaxy S4 für 200, 250 Euro. Oder 300 halt, ne? Oder schon mal 300. Aber es ist halt die bessere Hardware. Genau. Es ist günstiger halt so ein Mini-Gerät. Außer ihr steht wirklich, seid voll die Fans vom S5-Design und wollt es im Kleinformat haben. Dann gibt es nur das S5 Mini für euch. Ja, sehr, sehr gut. Und die anderen Geräte waren, die du genannt hast, ist das Galaxy Core 2, Galaxy S4, Galaxy Jung 2 und Galaxy Star 2. Das sind halt die anderen vier Geräte. So viele Namen, deswegen haben wir das eigentlich euch ersparen wollen. Aber ich wollte die benennen. Niemand kann die jetzt merken und niemand will die auch eigentlich kennen. Ich konnte die eben. Hm? Ich konnte die eben alle benennen. Du hast sie vorgelesen. Okay. Ja, ich glaube, das war eigentlich auch schon alles. Von Themen an sich haben wir eigentlich alles durch. Kurz und knapp. Es ist diese Woche ist wirklich, ja, gibt ab und zu Wochen, da ist nichts los.
Und das ist, glaube ich, so eine Woche gewesen. Es sind natürlich so Randmeldungen dabei, wie Lumia 39 ist endlich im Handel. Sehr schön. Warten wir schon sehr lange drauf, weil seit April ist es angekündigt. Und vieles mehr. Zum Beispiel hat irgendjemand mal Android getestet, Android L getestet und hat sich bewiesen, dass diese Akkulaufzeit wirklich sehr gut ist im Vergleich zu Android 4.4 KitKat. Hätte ich aber auch erwartet, ne, dass da so ein... Ja, die haben es auch angekündigt und tatsächlich hat es bewiesen, dass es sich sehr, sehr gut verhält. Also dank dieses Project Volta. Lass sehen, wie sich das in den Herstellergeräten unterbringt und wie sie sich verhalten. Nexus-Geräte sind immer sehr speziell und sehr besonders. Ja. Wollen wir zu den Fragen kommen oder hast du noch Thema? Also ich habe keine Themen mehr und ich will auch nicht mehr sagen. Deswegen kommen wir zu den Fragen. Du bist nichts mehr sagen? Hier. So. Fangen wir mit Voice an? Ja. Wo sind die schriftlichen Fragen? Irgendwo auf den Pages. Da. Ja, okay. Lass uns die schriftlichen Fragen lieber nehmen, weil die haben wir letztes Mal vorgeschlagen. Wollen fair sein. So, die erste Frage kommt von Jonas und Jonas fragt, was denkt ihr, wird sich in der Zukunft mehr durchsetzen, beziehungsweise das Bedienen eines Smartphones, Gestensteuerung, Sense-Eye und könnt ihr sogar Touch ablösen? Ich glaube, Touch ablösen. Es dauert noch einige Jahre, bis wir komplett mit Sprache arbeiten können. Das heißt, wir sind angewiesen auf andere Eingabemethoden und Touch ist halt mittlerweile sehr, sehr gut und funktioniert hervorragend, funktioniert sehr präzise vor allem auch, präziser als das Touch, was wir aus den vergangenen 10 Jahren kannten, nämlich mit Stift. Ich meine, wir werden auch beim Touch bleiben, weil wir neuartige Materialien sehen werden, die sich unter anderem nur mit Touch auch bedienen lassen. Immer mehr oder immer stärker wird natürlich Sprache sein. Sehen Sie zum Beispiel heute, alle drei Smartphone-Betriebssysteme haben intelligente Assistenten. Die verstehen einem sehr gut, die lösen einige Aufgaben und auch die Smartwatches arbeiten mit Voice, bald Fernseher und Autos und mehr. Also es wird immer besser und stetig konstanter. Aber Touch wird es halt nicht ablösen, so nicht richtig. Es dauert, weil Touch ist ein Interface, was man immer benutzen kann. Ich meine, stellt euch vor, vielleicht in 10 Jahren oder 15 Jahren ist zum Beispiel Fenster, wenn können Display, also Inhalte anzeigen, also transparente Displays. Das muss aber nicht heißen, dass das Touch dann abgelöst wird. Genau, das meine ich. Touch wird da, aber man benutzt dann weiterhin Touch, um sich zu bedienen. Nee, so muss nicht sein, meine ich. Ich meine, also... Ich würde schon so sehen, dass man mit Touch-Interface sowas... Klar, Sprachsteuerung wird immer besser, Gestensteuerung kommt auch dazu, aber Touch wird doch so elementar sein, am Ende, wenn es doch irgendwie hakt, dass man das halt einfach anfasst und bedient. Also ich glaube ganz fest an eine Sache und das, die könnte Touch ablösen. Ich glaube, spätestens dann, wenn du Software mit Kontext verwickelst und die Software weiß, worum es geht, dann hast du viele Probleme nicht mehr. Also jetzt bist du schlagartig auf der Couch und willst auf einmal nach was suchen. Ja. Aber das merkt die Software nicht. Wenn du aber sagst, okay Google, und dann sucht sie was, das ist ja, dann hast du die Software in den Kontext gebracht. Aber was ist, wenn die Software mal so schlau ist, dass sie den Kontext komplett automatisch erkennt? Dass du quasi von Sensoren umgeben bist und von Software, wo du merkst, dass deine Hand sich bewegt und dass du den Bedarf hast nach Information. Okay. Dann brauchst du, glaube ich, auch keinen Touch mehr. Also du meinst wirklich komplette Sprachsteuerung. Die Software soll so gut sein, dass die wirklich alles erkennt. Vergiss mal Sprachsteuerung. Gar nichts vor allem. Es kann auch sein, dass du gar nichts einfach eingeben musst, dass du das, was du brauchst, immer geliefert bekommst. Ah, okay, so meinst du es. Das ist so ein sehr verstärktes Google Now. Also die Software weiß, ich hätte wahrscheinlich gerne jetzt die Nachrichten gesehen oder so. Genau. Zum Beispiel. Genau. Zeig mir den. Oder genau. Wenn ein Spiel läuft, wird mir automatisch gesagt, hey, Deutschland spielt aktuell gegen 1-0 oder so. Ja, wie dieser Kontext gewonnen wird, das ist ja erstmal nicht wichtig. Ja. Aber dass er da ist, das ist wichtig. Ob du jetzt, keine Ahnung, Mensch ist ja ein Regeltier, also ein mit Gewohnheiten, ist ein Gewohnheitstier, meine ich, Verzeihung. Wenn du morgens aufstehst und deine Zähne dir putzt, dann willst du natürlich über Wetter und über eingegangene E-Mails informiert werden. Zumindest geht es mir so, wenn ich aufstehe, bevor ich meine Zähne putze, schaue ich mir nach, okay, gibt es irgendwelche Brandfälle oder sowas, wo ich sofort eingreifen muss? Und so könnte die Software von einem mitlernen. Oder nicht? Ja, klar. Das dauert aber noch ein bisschen Zeit. Das dauert, ne? Also leider. Langfristig. Ne? Freddy Gofer hat 3 Fragen und er fragt, wird es ein Nexus 6 geben oder erst wieder im Frühjahr mit Android Silver? Also gut ist, dass
Google mittlerweile bestätigt hat, das Nexus-Programm wird laufen. Ein Nexus-Tablet wird es auf jeden Fall geben. Und ein Smartphone ist bis jetzt noch nicht durchgesickert. Einige haben irgendwelche technischen Daten oder sowas schon veröffentlicht. Ich weiß nicht, wo sie die herhaben. Aber ich meine, ein Nexus-Smartphone könnte es geben, ja, warum nicht? Ich erwarte auch nicht so viel von dem Nexus in diesem Jahr. Mir würde es auch reichen, wenn sie das jetzige Nexus nehmen von LG und dem Ganzen einen Facelift verpassen mit aktueller Hardware. Ja, genau. An sich, Nexus-Smartphone sollte es geben, aber es wird reichen, wirklich einfach einen Facelift an das Nexus 5 anzubieten, ne? Ja. Keine Ahnung. QSD 805 rein, größerer Akku. Und bessere Displayauflösung, also höher als Full HD, damit die Entwickler diese Umgebung für dieses Telefon zum Beispiel anpassen können. Das ist das G3 übrigens. Sowas sollte es geben, ja, denke ich. Freddy Goos zweite Frage lautet, was wird sich mit Android Silver alles ändern? Das kann man nicht so einfach sagen, weil Android Silver gar nicht offiziell ist und bis jetzt nur einmal geleakt wurde. Deswegen kann man nicht so wirklich was dazu sagen. Ja. Gibt schon Informationen über das Moto X1 Plus oder X Plus 1, je nachdem wie es heißen wird. Also offensichtlich sprechen wir hier über ein Gerät, das der Nachfolger des Moto X sein soll. Ja. Es gibt was, und zwar es gibt ein Event im Sommer noch, aber es ist noch etwas entfernt. Und dann werden wir was zum Moto Plus 1 sehen. Also Moto X Nachfolger. Moto X Nachfolger, so ein beschissener Name, Alter. Moto X plus 1, kann man gar nicht aussprechen. Ich habe irgendwie die Befürchtung, die nennen das sogar so. Nee, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Sollen sie einfach Moto X 2 nennen, ist doch viel cooler. Moto X 2014. What? Fragt, WOD fragt. Welche Powerbank könnt ihr empfehlen? Mobile Akku also. Ich nutze persönlich die von Raw Power und hatte eigentlich bei Amazon für, ich weiß nicht, 20, 30 Euro gekauft. Ja. Läuft. Kann ich empfehlen. Also glücklicherweise muss man jetzt nicht mehr diese klassischen 100 Euro für sowas ausgeben, genau, sondern du kannst einfach auch sowas wie für 20, 25, 30 Euro, wenn du Wert auf Material legst, vielleicht für 50 Euro was kaufen. Alles ist aber das Gleiche. Es lädt dein Smartphone auf. Genau, und die halten, also die von Raw Power habe ich, glaube ich, fast seit einem Jahr schon und das funktioniert immer noch. Und das Teil hat eine gute Stand-by-Zeit. Alles gut. Kann ich zum Beispiel. Also schau dir einfach bei Amazon nach Akku-Packs an. Da gibt es viele. Such dir was aus. Funktionieren alle. Wort zweite Frage ist, habt ihr schon einen Ride für das OnePlus One? Falls ja, wird die Community auch einen bekommen. Also ich habe wirklich gekämpft darum, dass ich mir einen OnePlus One kaufen konnte. Und dann habe ich einen Invite bekommen. Der Test ist ja schon online, habt ihr gesehen. Ich habe einige Invites. Ich darf sie aber noch nicht verschicken. Also die sind zwar da, aber ich habe noch nicht diese Freischaltung bekommen, oder es gibt noch nicht diese Freischaltung für uns alle Mitglieder, dass wir sie auch weitergeben dürfen. Ich habe leider aber auch schon eine große Liste vor mir oder so viele Leute vor mir oder hinter mir, die mich darum fragen, ob ich einen Invite geben kann. Ich habe zwei Invites und die sind leider schon vergeben. Ja, also die zwei sind leider vergeben. Das tut mir sehr leid. Mike T. fragt, wie lange hält der Akku der G-Watch, wenn es auf Always On ist? Ich habe die G-Watch gerade in der Benutzung und teste sie. Ein Tag. Ein Tag, und das ist eigentlich katastrophal, weil wenn du am nächsten Tag vergisst, die G-Watch aufzuladen, dann hast du eine tote Uhr am Arm und du weißt nicht, was du dann machen sollst. Sie zeigt noch nicht mal die Uhrzeit an. Also sehr, sehr schlecht gelungen. Ich sage aber dazu was im Test. Und Lukas fragt, denkt ihr, Apple schafft den 3,5 mm Klinkenstecker beim iPhone, iPod und den anderen Geräten weg und baut etwas Proprietäres ein? Es gab mal vor einer Zeit lang mal so die Rede, ne? Ich meine, ich würde es sehr schade finden, wenn Apple das machen würde, aber ich könnte es mir irgendwie auch vorstellen, dass Apple es macht, um einfach zu sagen, wir haben das Telefon noch flacher gekriegt und damit deswegen haben wir den 3,5 mm Anschluss entfernt und ihr habt einen Lightning-Anschluss. Also. Ich meine, oder ich würde es aber schlimm finden, weil das ist so ein Standardanschluss, den man heutzutage überall hat. Für Kopfhörer überall. Das wäre schon ein bisschen, bin nicht so geil, ne? Wenn man proprietäre Kopfhörer kaufen müsste. Ich glaube, Apple würde das niemals machen. Warum? Sage ich dir. Weil es bisher so viele Zubehörhersteller gibt, die für das iPhone und iPad was entwickelt haben. Natürlich gibt es drahtlose Zubehör auch, aber Apple würde es seinem Ökosystem nicht antun.
so einen Schritt zu machen. Wenn Apple sagt, okay, wir würden den 3,5 mm Klinkenanschluss abschaffen und stattdessen was Besseres nutzen, was Digitaleres oder sonst was, keine Ahnung was, vielleicht den Lightning-Anschluss, gab es ja in den vergangenen Tagen, dass Apple irgendwie Sound über Lightning-Anschluss machen wollte, dann werden sie es nur optional anbieten. Dann sagen sie ihrem Ökosystem, hier, hey, wir haben auch einen anderen Anschluss, ihr könnt auch den verwenden, davon profitiert ihr von noch höheren Bitraten oder ne, solche Sachen. Aktuell nur dazu. Die aktuellen, erstmal hat die Apple sowas ja schon mal gemacht. Ich meine, die haben den 35 mm Anschluss, den großen alten Stecker beim 4S, haben wir entfernt. Und die ganzen Docks und die Dings arbeiten über das Lightning-Anschluss. Die benutzen nicht den. Ja, ja, das weiß ich. Also ich meine, das an sich haben die ja schon mal gezeigt, dass die es gemacht haben. Die haben ich sprach jetzt aber nicht jetzt von Lautsprecherboxen, okay, sondern von Kopfhörerherstellern. Ach so. Die bauen aber keinen Lightning-Anschluss ein. Nee, nee, die nicht. Das wäre ja auch ein bisschen schlimm, wenn Kopfhörer speziell nur fürs eine Gerät gemacht werden. Ja, würden. Also ich glaube, das macht Apple definitiv nicht. Wenn, dann würden sie jetzt was Optionales anbieten, genau, so wie Sony das macht, mit ihrem Dock und mit dem 3,5 mm Klinkenanschluss und mit dem Micro-USB-Anschluss. Ja, also es wäre eine Möglichkeit, dass die sagen, vielleicht wirklich, ihr könnt jetzt oder die eigenen Kopfhörer, die mitgeliefert sind, benutzen vielleicht so einen Anschluss oder ja, ne, ähnliches. Aber immer noch der 3,5 mm wird bleiben, weil es ist halt so ein Standard. Jetzt kommen wir zu den Voice-Fragen. Yo, servus meine Inder-Kompan. Und zwar hätte ich folgende Frage. Ich habe zurzeit das iPhone 5S und bin eigentlich damit ziemlich zufrieden, doch ich tendiere zu dem HTC One M8 und ich würde gerne eure professionelle Meinung dazu hören, ob ich denn tauschen soll. Also natürlich bin ich mit iOS sehr zufrieden und ich finde, die Oberfläche ist auch gut gestaltet und die Performance eigentlich auch sehr, sehr gut. Nur mir fehlt aber dieses Android mit diesen Homescreens und Widgets. Und lohnt es sich, das M8 zu holen oder sollte ich lieber doch nochmal zum ja, Vorgänger greifen und das M7 holen? Ich hatte mal das M7 und war sehr erstaunt, war echt geiles Handy. Und ja, es wäre einfach meine Frage, ob es sich lohnen würde, so das M8 zu nehmen. Okay, also er hat ein iPhone 5S, möchte aber auf das One M8 wechseln, weil er Android mehr mag, aber ist auch zufrieden mit seinem iPhone 5S. Also aber ist sehr schön. Er will sich auch noch entscheiden, ob er das alte M wandeln genau, soll. Genau, weil er das davon ist ja auch geflasht. Es ist eine ganz andere Welt, wenn man von einem iPhone 5S auf einem One M8 wechselt, weil die Größe ist eine ganz andere. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr groß. Dann ist es nicht mehr so kompakt. Er sagte ja auch, dass er glücklich ist mit dem iPhone 5S. Wenn er glücklich ist, weiß ich nicht, warum er dann wechseln möchte, wenn er doch noch so viele Kompromisse machen müsste, zum Beispiel mit der Größe oder mit einem anderen Betriebssystem. Ja. Denn du hast ja auch noch andere Nachteile mit dem One M8, was du mit dem iPhone 5S nicht hast. Zum Beispiel die ganzen Apps, die du gekauft hast, wenn du welche hast, die kriegst du nicht übertragen. Zum Beispiel, ja. Ne? Plus, das ganze System ist etwas anderes. Man muss sich etwas anpassen, es dauert etwas. Ich glaube, ich weiß ungefähr eine Lösung, was man machen könnte. Wie wäre es, wenn du dir ein günstiges, altes One holst und guckst, ob du damit erstmal wieder klarkommst? So ein M7 meine ich. Und danach kannst du dein iPhone 5S ja immer noch verkaufen. Als direkt ein M8 zu kaufen. Weil mein M8 kostet halt, so ein M7 findet man bestimmt bei eBay recht günstig. Und ich sag dir noch was. Die Kameraqualität, die du von dem iPhone 5S kennst, die findest du auf dem One M8 nicht. Also One M8 hat eine leider sehr schlechte Kamera. Das liegt an der Auflösung, das liegt am Fehlen im OIS. Das ist einfach nicht gut gelungen in diesem Jahr. Ja. Letztes Jahr war das noch was anderes, da war OIS noch dabei, da war diese Innovation noch dabei von 4 Megapixel. Aber in diesem Jahr macht das alles irgendwie keinen Sinn. Das ist unsere offizielle so Meinung. Ja. iPhone 5S hat wirklich eine sehr, sehr gute Kamera. Das würde dir vielleicht beim One M8 und beim M7 eventuell fehlen. Ja. Nächste Voice-Nachricht. Hallo Kamal, hallo Samir. Meine Frage ist, was ist die bessere Akkutechnologie, also Lithium-Ionen oder Lipolymer? Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass bei Lipolymer-Akku, also bei der Standby-Zeit, kaum Akku verloren geht. Und das wollte ich mal wissen, also was ihr darüber denkt. Und meine zweite Frage ist das G3 wirklich so schlecht, wie das jetzt also schlecht geredet wird, mit der Akkulaufzeit, mit dem
mit den Rucklern. Vielen Dank. Diese Frage kam schon mal. Was ist besser, Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer? Im Grunde ist die Technologie 1 zu 1 fast gleich. Lithium-Polymer ist eine abgeänderte Variante, eine abgeänderte Version vom Lithium-Ion. Es gibt viele Unterschiede. Es gibt einmal die Unterschiede Ladezyklen, es gibt einmal den Unterschied Ladedauer, es gibt aber auch den Unterschied, dass Lithium-Polymer etwas kräftiger ist, was Energiespeicherung angeht. Ich hoffe, ich vertausche das nicht. Ich finde aber, Lithium-Ion ist besser, weil es viel stabiler ist, weil die Ladezyklen stabiler sind. Wir haben einen Artikel sogar geschrieben. Vielleicht kannst du dann einfach unter diesem Video Ja, verlinken. verlinke ich. Da kann man das genau noch vorlesen. So ad hoc weiß ich die genauen Unterschiede nicht, aber es ist wirklich nicht ausschlaggebend. Wenn man aber von etwas Besserem sprechen möchte, dann ist das Lithium-Ion. Seine zweite Frage habe ich vergessen. G3. G3. G3, ich weiß nicht, wo du das mitbekommen hast, dass es ein schlechtes Telefon ist. Es ist kein schlechtes Telefon. Ich kann dir aber insofern sagen, dass LG am 26., 27. die Geräte an Journalisten, Medien und andere Leute verteilt hat. Und dann, wie gesagt, auch an mich. Ich habe große Schwierigkeiten mit dem Telefon, weil die Software nicht final ist. Der Akku hält nicht so stark, wie man es eigentlich von LG erwartet. Die Software stürzt ständig ab. Das System ist überladen. Es ist ein Desaster, an Rucklern zu finden. Das liegt ja aber an sich ja an nicht finalen Software. Es liegt aber nicht an der finalen Software. Es liegt nicht daran, dass das Gerät schlecht ist, sondern es liegt an der nicht finalen Software. Wenn die da ist, dann ist das Gerät viel, viel besser, viel, viel leistungsstärker. Und ich warte auch aktuell nur darum, dass ich die finale Software bekomme, sodass ich mit dem Testverfahren richtig starten kann. Aber aktuell habe ich großartige Probleme damit. Ich habe aber von jemandem mitbekommen, der hat sich das G3 privat gekauft. Das sind dann schon Geräte, das sind schon Einzelhandelsgeräte, die sind viel, viel stabiler. Also wir haben als Medien noch nicht finale Geräte bekommen. Deswegen gibt es negative Tests, was nicht clever war von LG. Aber ich habe nachgefragt und mir hat man gesagt, warte noch etwas. Also, Retail-Geräte sind einwandfrei. genau. Also die Testgeräte, die wir alle bekommen haben, da gibt es halt Softwareprobleme, müssen abwarten, bis das Update behoben wird. Ja, ansonsten ist das ein hervorragendes Gerät. Das liegt so gut in der Hand. Die Kamera ist schnell, alles ist wirklich toll. Das drahtlose Aufladen funktioniert. Von diesem Laserfokus merke ich jetzt nicht so. Der Fokus ist halt schnell, das ist halt der Nutzen und das funktioniert halt. Aber ich sehe jetzt nicht so ein Luke Skywalker Schwert oder sowas. Laser, okay. Laserschwert. Sowas sehe ich da nicht. Ne? Okay, sowas hat sie sich vorgestellt gehabt, also. Da haben sie alle vorgestellt, glaube ich. Nein, ich nicht. Nur Nächste du. Voice-Frage. Hallo, liebes Best Boys Team. Also hier zu meinem Problem. Ich wollte mir das G3 holen, aber jetzt habe ich halt auf diversen Seiten gelesen, also unter anderem auch Chip, die eigentlich sehr vertraulich ist, dass das G3 Mängel hat, also in der Performance, dass es kleine Mikroruckler gibt oder auch allgemein Ruckler gibt. Und dass die Online-Laufzeit ziemlich schlecht sein soll. Jetzt überlege ich mir, das G2 zu holen oder soll ich warten auf eine G3 Prime-Version? Und kommt überhaupt eine Prime-Version noch dieses Jahr raus? Oder was würdet ihr an meiner Stelle tun? Soll ich in ein G2 investieren oder? Weil mir gefällt angeblich, also im Allgemeinen schon das ganze Design und so von LG. Vielen Dank. Wir können nicht kommentieren, was andere Medien schreiben, und das wollen wir auch nicht. Aber der Test, der veröffentlicht wurde von dem Outlet, der ist schon sehr richtig. Aber wie gesagt, das Problem ist einfach halt, dass diese Geräte, die wir bekommen haben in Deutschland, die Medien bekommen haben, die sind nicht final. Die sind nicht final. Wir haben wirklich, wie gesagt, mit einigen Leuten gesprochen, die haben schon eine Retail-Variante und die haben kein Problem mit dem Telefon. Natürlich gibt es sowas wie Einstellungssachen oder sowas. Aber das Gerät bei denen läuft viel, viel stabiler als bei uns. Und ich sage euch ja klar und direkt, das Gerät in der aktuellen Phase, so wie ich es habe, läuft extrem schief. Und ich warte nur darauf. Und dann werde ich das halt ganz normal testen. Aber bevor das nicht kommt,
teste ich das nicht und gebe da kein Urteil. Weil so wie es jetzt aktuell ausgestattet ist, so kann kein Telefon sein. So will kein Hersteller so ein Telefon verkaufen. So und das, soll, und das soll ein Flagship-Gerät sein. Und das ist ein Flagship-Gerät. Ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass LG so ein Gerät in die Hände der Leuten ausdrückt. Die Retail-Variante ist was anderes und wir haben was anderes und darauf warten wir jetzt, bis es so angepasst ist und dann kann man dazu was sagen. Also mach dir keine Sorgen, wenn du dir das G3 holen willst, dann hol es dir. Ich gehe davon aus, dass LG sicherlich noch ein Flagship-Gerät in diesem Jahr hinterher schmeißt. Weiß nicht, ob es ein Prime ist oder nicht, aber LG ist einer der Hersteller, der Zugriff auf einen Snapdragon 805-Prozessor und auf einem 1440p-Display hat, was natürlich auch verbaut ist. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Genau. Letzte Voicemail, dann seid ihr uns los. Hi Samir und Kamal. Mein Name ist Sergen, ich komme aus Hannover und jetzt kommt meine Frage. Ich habe letztens euer Video gesehen zum Oppo Find 7R, was natürlich ein Alleinstärkungsmerkmal ist, dieses Oppo Rapid Charge. Also, wie gesagt, dadurch wird halt der Akku ganz schnell aufgeladen. Ne? Ich glaube, in 45 Minuten der ganze Akku bei keiner Benutzung. Und da stelle ich mir die Frage, ob man dieses Netzteil auch kaufen kann. Und ich als Besitzer des Galaxy S4 frage mich, ob auch dieses Handy das unterstützt. Dankeschön. Also, die Frage lautet, kann man mit dem Oppo Rapid Charge oder mit dem Oppo Rapid Charger jedes x-beliebige Smartphone aufladen? Am besten so gesagt. Also mit dem Samsung Galaxy S4 funktioniert das nicht. Warum? Weil diese Technologie, die der Vogue Rapid Charger nutzt, diese Technologie nennt sich Qualcomm Quick Charge 2.0 und sie ist ein fester Bestandteil des Qualcomm Snapdragon 800, Qualcomm Snapdragon 801 Prozessors. Und dass da das Galaxy S4 mit einem Snapdragon 600 läuft, funktioniert das schon mal so nicht. Natürlich gibt es auch von Samsung Galaxy S4 eine 800er Variante, damit würde es laufen, würde. Aber der Vogue Rapid Charger muss angepasst sein. Also auch das Smartphone muss angepasst sein auf diese Energieaufnahme, diese Stromstärke von ungefähr 4,5 Ampere. Es funktioniert nicht. Genau. Wir haben es ausprobiert. Wir haben es wirklich mit allen Geräten ausprobiert. Wir haben zwei Oppo-Smartphones hier, Find 7 und Find 7a. Und beide sind mit Vogue Rapid Charge ausgestattet. Wir haben es mit Samsung Galaxy S5 versucht. Funktioniert nicht. Obwohl es ein Snapdragon 801 Prozessor ist. Xperia Z2 gegen One M8. Funktioniert alles nicht. Was funktioniert hat, nur war das OnePlus One, weil es sehr baugleich ist mit dem Find 7 und Find 7a. Aber Qualcomm selbst hat einige Aufladegeräte oder Netzteile, die universal funktionieren. Die gibt es aber nur in den USA. Von HTC weiß ich, dass die gerade eins entwickeln. Von Samsung weiß ich leider nichts. Ja. Also es wird wahrscheinlich in der Zukunft Ladegeräte geben, damit man schnell aufladen kann. Aktuell gibt es leider nichts. Aber Qualcomm Prozessoren, also diese QSD600er, die haben QuickCharge 1.0. Dafür braucht man kein Aufladegerät. Das lädt den Akku bis zu 43% schneller auf als sonst. Als Trost. Als Trost. Ne? Danke, dass ihr es zugeschaut habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war's für diese Woche. Ja. Und bis bald. Bis bald.